Beschäftigung sind Sie eingereist? Und was ist das, ist aus diesen Erwartungen geworden? Haben Sie sich erfüllt? Haben Sie sich nicht erfüllt? Und unter welchen Bedingungen ist dies geschehen oder nicht geschehen? Im dritten Bericht richten wir den Blick auf die schulische und außerschulische Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher. Und im vierten Bericht fragen wir schließlich danach, welche Sorgen und Ängste es gibt, einerseits auf Seiten der Mehrheitsbevölkerung und andererseits auf Seiten der Geflüchteten selber. Also dass wir hier auch ein bisschen beide Blickwinkel verfolgen können an dieser Stelle. Damit möchte ich schon zu einer ersten kurzen Skizze des ersten Berichts kommen. In dem ersten Bericht, wie ich schon gesagt habe, geht es um die Frage, welche Bildungsabschlüsse haben die Geflüchteten mitgebracht? Und hier können wir feststellen, dass wir eigentlich darüber natürlich schon aus vergangenen Berichten eine ganze Menge wissen. Allerdings ist es so, dass wir im Normalfall den Blick auf die Perspektive der Mehrheitsbevölkerung richten. Das heißt, wir schauen uns Bildungsabschlüsse an und fragen uns, was bedeuten die eigentlich jetzt vor dem Hintergrund der Bundesrepublik? Also was bedeutet ein mittlerer Bildungsabschluss? Die mitgebrachte Bildung kann aber natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, und zwar aus dem Blickwinkel des Herkunftslandes. Und hier stellt sich die Frage, welche Wertigkeit die Bildungsabschlüsse aufweisen, je nachdem, wo sie erworben werden. Ein mittlerer Bildungsabschluss kann in einer Gesellschaft, in der nur sehr wenige einen mittleren Bildungsabschluss erwerben, relativ gesehen mehr Wert sein oder einen anderen Stellenwert haben, als in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik, wo sehr viele oder die meisten einen mittleren Bildungsabschluss erwerben. Und deshalb ist es sehr wichtig, für eine differenzierte Beschreibung der Voraussetzungen hier eine Einordnung vorzunehmen, die nicht nur das Zielland, also die Bundesrepublik in den Blick nimmt, sondern die Bildungsabschlüsse vor dem Hintergrund des Herkunftslandes bewegt. Ja, und der erste wichtige Befund des Berichts, den ich gerne zusammenfassen möchte und der vielleicht gar nicht so überraschend ist, ist, dass wir, wenn wir einfach nur auf die Bildungsabschlüsse schauen, was wir als absolute Bildung bezeichnen, dass wir feststellen, dass die Geflüchteten im Schnitt eine geringere formale Bildung aufweisen. Und zwar eine geringere formale Bildung als andere Zuwanderergruppen, aber natürlich auch als die Bevölkerung, als die Mehrheitsbevölkerung in Deutschland. Das heißt, wir haben eine geringe absolute Bildung. Jetzt aber die Einordnung vor dem Hintergrund des Herkunftslandes. Hier sieht die Einordnung führt uns hier zu einem gänzlich anderen Ergebnis, weil wir feststellen können, dass Geflüchtete im Vergleich zur Herkunftsgesellschaft zumeist höher gebildet sind. Sie sind mindestens, also wenn man vielleicht die Gruppe der Geflüchteten aus Syrien herausgreift, das ist die größte Geflüchtetengruppe in der Bundesrepublik, dann stellen wir fest, dass 75% der Geflüchteten gleich viel oder mehr Bildung erworben haben als die Bevölkerung, als die Hälfte der Bevölkerung in Syrien. Das heißt also, sie befinden sich alle im oberen Teil der Verteilung der Bevölkerung in Syrien. Und dabei sieht man schon ganz deutlich, wie unterschiedlich die Befunde sich einordnen lassen, je nachdem, welchen Kontext man betrachtet. Und damit gebe ich das Wort an Felicitas Cicora, die uns den zweiten Bericht vorstellen. Ja, vielen Dank, Cornelia. Ich freue mich, Thema Beschäftigungserwartungen von Geflüchteten vorstellen zu dürfen. Und dabei untersuchen wir die Beschäftigungserwartungen der Geflüchteten im Jahr 2016, die tatsächliche Beschäftigung im Jahr 2018 und den damit verknüpften Erwartungsfehler, also die Abweichung von den artikulierten Erwartungen. Alle Geflüchteten wurden in der ersten Welle der IAB beim SÖP gefragt für... Oh, ich schwitze hier. Jetzt muss ich hier weiterklicken, einfach. Genau, also alle Geflüchteten wurden gefragt, für wie wahrscheinlich sie es halten, in den kommenden 2 Jahren in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden und haben diese Wahrscheinlichkeit auf einer Skala von 0 bis 100%, also von gar nicht bis sehr wahrscheinlich angegeben. Und wenn wir diese Antworten auswerten, dann sehen wir, dass die Geflüchteten sehr hohe Erwartungen hatten an ihre zukünftige Beschäftigung. Zum Beispiel haben 31% der Geflüchteten angegeben, in 2 Jahren auf jeden Fall, also mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, beschäftigt zu sein. Der Median liegt bei 80%, das heißt, die Hälfte der Befragten hat einen Wert von 80% oder höher angegeben. Und wir können dann die Geflüchteten in 2 Gruppen unterscheiden, nämlich Geflüchtete mit hohen Erwartungen, das sind die Geflüchteten, die einen Wert von über 50% angegeben haben,
und Geflüchtete mit niedrigen Erwartungen und das sozusagen vergleichen mit der realisierten tatsächlichen Erwerbstätigkeit im Jahr 2018. Und hier möchte ich zwei kurze Punkte hervorheben. Zum einen hat eine knappe Mehrheit der Geflüchteten, also 54%, die Erwartungen tatsächlich erfüllt. Also die haben sich selber richtig eingeschätzt. Man sieht aber auch, dass es durchaus Diskrepanzen zwischen der Erwartung und der realisierten Erwerbstätigkeit gibt. Zum Beispiel gibt es 35% der Geflüchteten, die 2016 hohe Erwartungen hatten, sich diese aber 2018 nicht erfüllen. Und gleichzeitig fällt eben auf, dass es bestimmte Gruppen von Geflüchteten gibt, die ihre Erwartungen eher schwieriger erfüllen konnten oder eher weniger gut erfüllen konnten. Und ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die psychische Gesundheit von Geflüchteten. Geflüchtete mit besserer psychischer Gesundheit im Jahr 2016 haben zum einen weniger häufiger einen Erwartungsfehler begangen und zum anderen haben sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre hohen Erwartungen auch im Jahr 2018 zu erfüllen. Ein ähnliches Bild sehen wir auch bei weiblichen Geflüchteten und Geflüchteten mit Kindern im Haushalt. Genau. Das bedeutet eben, dass sowohl individuelle Merkmale als auch strukturelle Merkmale die Aufnahme einer Beschäftigung durchaus beeinflusst haben. Genau. Vielen Dank. Ja, wir haben leider etwas technische Probleme, die Folien, die wir tatsächlich für Sie vorbereitet haben, hochzuladen. Jetzt kommen hier auch schon die ersten Anfragen im Chat, wo diese Folien bleiben. Im Hintergrund für Sie nicht zu sehen ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit Hochtouren versuchen, dieses genau hinzukriegen, was uns, wie Sie tatsächlich richtig sehen, leider noch nicht gelungen ist. Ich kann Sie darauf hinweisen, für diejenigen, die parallel ins Internet gehen können, sind viele der Abbildungen, die wir Ihnen gezeigt hätten, im Rahmen unseres neuen DIW-Wochenberichts unter www.diw.de runterzuladen. Und vielleicht ist es Ihnen möglich, parallel deshalb in den Wochenbericht reinzuschauen. Ich sehe aber gerade, offensichtlich haben wir die technischen Probleme gelöst und können vermutlich jetzt zu dem Bericht, den Katja Schmidt uns vorstellen will, vorrücken. Das ist der Bericht 3. Ich weiß gerade nicht, wer die Autorität über die Folien hat. Ich bitte Sie auch zu entschuldigen, dass wir diese technischen Probleme haben. So, stopp. Ja, jetzt sehen Sie zumindest die Folien, die wir Ihnen im Folgenden noch vorstellen werden. Ich bitte noch mal zu entschuldigen, dass Sie diese technischen Probleme hatten. Ich übergebe damit an meine Kollegin Katja Schmidt. Ja, danke schön. Und schön, dass die Folien jetzt gerade rechtzeitig auch für diesen Vortrag von Janis Jakobsen, Magdalena Krieger und mir für unseren Bericht online präsent für alle Beteiligten sind, einzusehen. Genau, mein Name ist Katja Schmidt und ich stelle nun in aller Kürze den Bericht 4 vor zur sozialen Integration. Wie bereits von meinen Vorrednerinnen erwähnt, umfasst Integration verschiedene Dimensionen. Und in unserem Bericht untersuchen wir, inwiefern die soziale Integration von Geflüchteten in Deutschland voranschreitet. Und dazu betrachten wir auf Basis der SÖP-Befragungen einerseits die Einstellungen und Sorgen der Mitglieder der Aufnahmegesellschaft bezüglich Zuwanderung und andererseits betrachten wir die Sorgen Geflüchteter in Deutschland, ihre bisherigen Erfahrungen und inwiefern sie soziale Kontakte zu Deutschen haben. Wie wir auf der Folie hier nun sehen, zeigt sich zunächst auf Seiten der Aufnahmegesellschaft, dass der Anteil der Personen, der sich große Sorgen über Zuwanderung nach Deutschland macht, zwischen 2012 und 2016 von rund 20% auf 46% gestiegen ist. Seit 2016 sank dieser Anteil jetzt aber wieder, sodass er 2018 bei etwa 30% liegt. Analog dazu entwickelt sich auch der Anteil der Personen, der sich keine Sorgen über Zuwanderung nach Deutschland macht. 2018 ist das etwa ein Viertel der Befragten. Also insgesamt nehmen die Sorgen auf Seiten der Aufnahmegesellschaft seit dem Höhepunkt der Fluchtzuwanderung nach Deutschland 2015-16 wieder ab. Sie liegen 2018 aber weiterhin über dem Niveau von vor dem sogenannten langen Sommer der Migration.
Auf der nächsten Folie sehen wir die Seite der Geflüchteten. Auf Seiten der Geflüchteten zeigt sich eben, dass ihre Sorgen um Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass zwischen 2016 und 2018 leicht angestiegen sind, und zwar um 5 Prozentpunkte, sodass im Jahr 2018 über ein Drittel der erwachsenen Geflüchteten berichtet, dass er oder sie einige oder sogar große Sorgen aufgrund von Fremdenfeindlichkeit hat. Wie wir auf der Folie jetzt aber sehen, müssen die Sorgen nicht mal unbedingt mit dem tatsächlich Erlebten der Geflüchteten zusammenhängen. Denn betrachtet man die Angaben über wahrgenommene Diskriminierung, dann sehen wir, dass unter 10% der erwachsenen Geflüchteten berichten, dass er oder sie sich häufig aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert fühlt. Rund ein Drittel der Befragten fühlt sich bislang selten und über die Hälfte der Befragten fühlt sich nie diskriminiert. Auf der nächsten Folie die Stellschraube persönliche Kontakte. Um Vertrauen zu stärken und Sorgen abzubauen, ist aus soziologischer Perspektive der Zugang zu sozialen Netzwerken von Bedeutung, also persönliche Kontakte zwischen Zugewanderten und Einheimischen. Und hier zeigen unsere Ergebnisse, dass bereits etwa die Hälfte der Geflüchteten in soziale Netzwerke integriert ist, also regelmäßig, und das heißt mindestens wöchentlich, persönliche Kontakte zu Deutschen hat. Und dabei sehen wir, dass sich dieser Kontakt eben vor allem im Freundeskreis und in der Nachbarschaft ergibt, weniger im Arbeitsbereich. Gleichzeitig muss man sagen, verbleiben damit aber etwa 40% der befragten Geflüchteten ohne regelmäßigen Zugang zu solchen sozialen Netzwerken in der deutschen Gesellschaft. Und in unseren Analysen, die im Wochenbericht dann einzusehen sind, sehen wir außerdem, dass eben geflüchtete Frauen eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, regelmäßige Kontakte zu Deutschen zu haben. Ebenso wie Befragte, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Der regelmäßige Kontakt von Geflüchteten zu Deutschen ist aber umso wahrscheinlicher, je länger die Geflüchteten bereits in Deutschland leben. Und das kann durchaus auch als ermutigendes Zeichen für die Zukunft gewertet werden. Das war es von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank. Damit bin ich an der Reihe, Ihnen den vierten Bericht aus einem großen DIW-Wochenbericht vorzustellen. Hier geht es um eine weitere Gruppe, von der bisher noch nicht die Rede war, und zwar um Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien nach Deutschland geflüchtet sind. Ich muss ausdrücklich betonen, wir konnten uns aufgrund der Datenbasis hier nicht die allein nach Deutschland Geflüchteten anschauen, sondern sprechen hier von den Kindern und Jugendlichen, die, wie gesagt, im Familienkontext gekommen sind. Zusammen mit den hier abgebildeten Autorinnen Ludovica Gambaro, Daniel Kempner, Lisa Pakel und Laura Schmitz habe ich mir die schulische und außerschulische Integration dieser Gruppe angeschaut. Wir können auf der nächsten Folie einiges über die nachschulischen Aktivitäten bzw. die Nachmittagsaktivitäten von diesen Kindern erfahren. Davor möchte ich Ihnen aber noch berichten, dass wir uns auch angeschaut haben, wie sich zum Beispiel die Schulzugehörigkeit von geflüchteten Kindern und Jugendlichen darstellt. Schulzugehörigkeit ist auch ein wichtiger Indikator für andere Ergebnisse wie Leistung in der Schule etc. Wir können sehen, dass Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland geflüchtet sind, eine überdurchschnittliche hohe Identifikation mit der Schule aufweisen, dort Freunde finden und sich ihrer Schule mehr zugehörig fühlen als zum Beispiel die im Rahmen von PISA befragten 15-Jährigen im Jahre 2018. Wenn wir uns anschauen, welche weiteren Schulaktivitäten, die freiwilliger Natur sind, von diesen Kindern und Jugendlichen genutzt werden, dann haben wir uns unter anderem geschaut, sind sie in ganztägigen Schulangeboten, sind sie in Horten, wo sie über den Vormittagsunterricht hinaus die Möglichkeit haben, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen und mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Hier können wir sehen, dass tatsächlich 51% der Kinder mit Fluchthintergrund in ganztägigen Schulangeboten zu finden sind. Und diese sind wesentlich mehr als zum Beispiel Kinder in Deutschland, die keinen Migrationshintergrund haben, bei denen die Nutzungsquote von ganztägigen Schulangeboten lediglich 32% beträgt.
In manchen Bundesländern haben wir nicht ganztägige Schulangebote, sondern eher Hortangebote. Deshalb haben wir uns auch diese angeschaut und hier haben wir ein ähnliches Bild. Auch hier sind Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund überrepräsentiert, derart, dass ihre Nutzungsquote höher ist mit 22% als zum Beispiel bei Kindern ohne Migrationshintergrund, die in diesen Altersgruppen eine Nutzungsquote von 8% aufweisen. Auf einer weiteren Folie haben wir Ihnen Ergebnisse zusammengestellt, wie es um außerkurrikulare schulische Aktivitäten bestellt ist. Damit meinen wir zum Beispiel die Teilnahme an unterschiedlichen Schul-AGs, an der Schülerzeitung etc. Was ich Ihnen hier herausgegriffen habe, ist die Teilnahme an der Sport-AG. Und dieses Muster, was wir hier sehen für 14- und 17-Jährige, stellt sich wie folgt dar. Wir können sehen, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund in Sport-AGs weniger teilnehmen als Kinder mit Migrationshintergrund, die aber wiederum keinen Fluchthintergrund haben, oder auch Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben. 9% bestreckt die Nutzungsquote bei Kindern mit Fluchthintergrund, während sie bei den anderen Gruppen 17-18% beträgt. Neben diesen Schul-AGs haben wir, wie gesagt, nicht nur die Sport-AG, sondern auch musische Angebote etc. uns angeschaut und können hier ganz, ganz ähnliche Muster wirklich finden. Neben der Schule gibt es viele bildungsorientierte Freizeitangebote, die ich Ihnen auf einer nächsten Folie beispielhaft vorstellen möchte. Hier geht es darum, inwiefern Kinder mit Fluchthintergrund, Jugendliche mit Fluchthintergrund zum Beispiel auch in Sportvereinen so vertreten sind wie andere. Wir haben hier das Beispiel des Sportes herausgegriffen, weil wir wissen, dass gerade auch beim Sport wir eigentlich eine relativ niedrige Schwelle der Verständigung haben. Sprache spielt nicht die Rolle wie bei anderen Freizeitaktivitäten. Deshalb Sport als eine Möglichkeit wirklich der niederschwelligen Integration. Hier können wir festhalten, dass die Teilnahme an Sportvereinen bzw. die Mitgliedschaft in Sportvereinen bei Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund 52% beträgt, was zunächst mal ein positiver Befund ist. Die Hälfte sind tatsächlich in Sportvereinen Mitglied. Allerdings können wir feststellen, dass bei Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund mit 70% die Mitgliedschaft doch deutlich höher ist. Diese Zahlen beziehen sich auf 12-jährige Kinder nur der Vollständigkeit halber. Wir haben uns darüber hinaus auch damit beschäftigt, inwiefern diese Gruppen zum Beispiel in Jugendgruppen, an Jugendgruppen teilnehmen. Da können wir sehen, dass Jugendgruppen Flüchtlinge tatsächlich wohl sehr stark ansprechen. Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund haben eine höhere Teilnahmequote an Jugendgruppen als andere Kinder mit Migrationshintergrund oder auch Kinder ohne Migrationshintergrund. Was wir auch ganz spannend fanden, ist, dass wenn wir uns das soziale Engagement von Kindern mit und ohne Fluchthintergrund, mit und ohne Migrationshintergrund anschauen, wir feststellen können, dass Kinder mit Fluchthintergrund genauso viel Engagement aufweisen wie Kinder mit Migrationshintergrund oder auch Kinder ohne Migrationshintergrund. Wichtig für Kinder und Jugendliche sind aber ebenso wie für Erwachsene soziale Kontakte. Wir konnten mithilfe unserer Daten auswerten, inwiefern die Wahrscheinlichkeit, sich mit Freunden täglich oder auch wöchentlich zu treffen, sich zwischen den unterschiedlichen Gruppen unterscheidet. Zunächst konnten wir feststellen, dass es kaum Unterschiede gibt nach Fluchthintergrund oder auch nach anderen Migrationshintergründen. Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund treffen sich genauso häufig und täglich mit ihren Freunden wie anderen.
Allerdings konnten wir auch feststellen, dass der Anteil derjenigen, die sagen, sie treffen sich nie mit Freunden, zwar eine sehr kleine Gruppe ist, aber dass dieser Anteil bei Kindern mit Fluchthintergrund im Vergleich zu den anderen Gruppen relativ hoch war. Ein letzter Befund, bevor ich zu meinen letzten Folien komme, ist die Frage, inwiefern Kinder mit diesen Freunden auch Deutsch sprechen. Hier können wir sehen, dass zum Beispiel 12-jährige Kinder fast zu 90% überwiegend Deutsch mit ihren Freunden sprechen. Bei 14- und 17-jährigen Jugendlichen sind es immerhin 70%. Lassen Sie mich mit diesem kurzen Ausblick, wie es den Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund geht, zu meinem letzten Punkt kommen: Ansatzpunkte für weitere Integrationserfolge. Es ist sicher sehr schwierig, ein Gesamtresümee von all diesen vielen Informationen zu ziehen. Wir wollen vielmehr darauf aufmerksam machen, dass Integration auch in ganz vielen Bereichen erfolgt. Wir wollen aber auch darauf aufmerksam machen, dass Integration Zeit braucht und wir vielfach auch Geduld haben müssen, wenn wir wirklich über Integrationserfolge sprechen müssen und hier und heute lediglich ein Zwischenfazit ziehen können. Bitte die letzte Folie. Viele der Maßnahmen, die es bisher gibt und viele der Maßnahmen, die auch jetzt schon sehr gut unterwegs sind, sollten unseres Erachtens weiter gefördert werden. Sie sind weiter notwendig, weil wir zwar auf einem guten Weg sind, aber noch lange nicht am Ende. Lassen Sie mich zwei beispielhafte Ansatzpunkte nennen, wo wir als Autorenteam denken, dass wir vermehrt Anstrengungen noch weiterer Art unternehmen müssen. Der erste Punkt, da geht es um die Bildung. Bildung ist zentral, sowohl für die Integration von Kindern und Jugendlichen als auch für die Integration von Erwachsenen. Wir müssen also weitere Anstrengungen unternehmen, um, wie wir es gezeigt haben, gerade auch im außerkurrikularen schulischen Bereich, also bei AGs, bei anderen Angeboten, aber auch im außerschulischen Bereich, wie zum Beispiel beim Sportverein, weiter versuchen, Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund diese Angebote attraktiv zu machen. Wir brauchen für Erwachsene Fort- und Weiterbildungsprogramme, damit sie sich tatsächlich auch weiterhin so gut in den Arbeitsmarkt integrieren können. Ein letztes Augenmerk wollen wir lenken auf die Frauen mit Fluchthintergrund. Sie müssen ganz besonders unterstützt werden, wenn es um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten geht. Dieses ist wichtig. Und da viele dieser Frauen sehr, sehr junge Kinder haben, muss es darum gehen, Kindertagesbetreuungsangebote auszubauen, die nicht nur den Kindern, sondern auch den Familien und den Frauen selbst helfen. So viel in einem ganz kurzen Rundumschlag zu dem, was wir Ihnen in dem DEW-Wochenbericht zusammengestellt haben. Frau Tubik hat Ihnen gerade auch noch mal im Chat, wenn ich richtig es gesehen habe, den Link dazu gegeben. Sie können vieles nachlesen, aber, und da hieß es, ist ganz wichtig, Sie können jetzt mit uns diskutieren und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und damit übergebe ich auch an Sandra Tubik, die ein wenig uns bei der oder die Moderation übernimmt. Stellen Sie Ihre Fragen im Chat, gerne auch mit Hinweisen darauf, ob Sie eine bestimmte Person haben wollen, die bei der Beantwortung der Frage helfen kann. Ja, vielen Dank. Hört man mich doppelt? Hört man mich jetzt noch wahrscheinlich hoffentlich gut? Vielen Dank, Katharina Spieß, vielen Dank, Cornelia Christen, Felicitas Schikora und Katja Schmidt für die kleine Präsentation. Sie können jetzt über die Chat-Funktion schriftlich Ihre Fragen einbringen, die Sie haben. Wir hatten heute Morgen bereits ein Pressegespräch und da gab es sehr viele Fragen zur Arbeitsmarktintegration, aber vielleicht ist ja hier ein anderes Interesse vorhanden. Die erste Frage, die ich jetzt sehe, ist, gibt es schon erste Resultate dazu, wie schwer es in der Schule fällt,
In der Berufsschule fällt es meiner Erfahrung nach vielen schwer. Da geht es um die schulische Integration, denke ich mal, wie Geflüchtete dem Unterricht folgen können. Frau Spieß, wollen Sie vielleicht darauf antworten? Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Es ist so, dass wir in unseren Analysen jetzt nicht unterschieden haben, auf welcher Schule die Kinder sich befinden, ob es eine Berufsschule oder anderes ist. Wir wissen aber, dass Berufsschulen ja primär für ältere Jugendliche sind. Und wir wissen auch, dass, was ich Ihnen kurz berichtet habe, zum Beispiel Jugendliche im Gegensatz zu 12-Jährigen nicht ganz so viel zum Beispiel Deutsch mit ihren Freunden sprechen. Wir wissen aus diesen Hinweisen, dass offensichtlich 12-Jährigen die Sprachbarrieren vielleicht nicht ganz so hoch erscheinen. Umgekehrt muss man sagen, 70% ist auch eine ganze Menge. Wie gesagt, dieses könnte ein bisschen darauf hinweisen, wie schwer es ist, in Berufsschulen tatsächlich auch vor einem sprachlichen Hintergrund mitzukommen. Aber das sind nur ganz, ganz, ganz grobe Hinweise. Wie gesagt, eine spezifische Analyse für Berufsschüler haben wir in unseren Analysen nicht vornehmen können. Vielen Dank. Die nächste Frage geht in die Richtung der Sozialintegration. Da ist die Frage danach verloren. Wie kann man die Sozialintegration geflüchteter Frauen verbessern, fragt Susanne Schmid. Vielleicht, Frau Schmidt, können Sie dazu was sagen? Ja, genau. Wie wir in unseren Analysen eben gesehen haben, sind besonders geflüchtete Frauen davon betroffen, beziehungsweise haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Kontakte zu Deutschen zu oder zur Mehrheitsgesellschaft aufzubauen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Stellschraube. Und hier bestehen schon einige Tandem-Projekte, in diesen eben quasi einem Geflüchteten oder einer Geflüchteten eine Person der Aufnahmegesellschaft zur Verfügung oder an die Hand gegeben wird sozusagen. Und das sind Projekte, die wir uns vorstellen können, wenn man die vor allem auch in den ländlichen Raum nochmal trägt, dass hier vor allem geflüchtete Frauen auch von profitieren können und solche Initiativen auch von staatlicher Seite vielleicht zu verstetigen und nachhaltig zu machen. Das wäre eine Handlungsidee, die wir daraus gezogen haben aus unseren Ergebnissen. Darf ich da vielleicht noch eine wichtige ergänzen, die wir auch in einem früheren DGB-Wochenbericht auf der Basis von eigenständigen Analysen entwickelt haben? Dabei geht es darum, dass viele dieser geflüchteten Frauen, die Mehrheit, tatsächlich im Familienverband nach Deutschland gekommen sind und vielfach sehr junge Kinder haben, Kinder im Kita-Alter. Wir wissen, dass Kinder im Kita-Alter beziehungsweise der Besuch einer Kita Müttern tatsächlich auch helfen kann, ihre Integration zu verbessern. Wir konnten feststellen, dass Mütter, deren Kinder in Kitas waren und je länger sie in den Kitas waren, umso besser integriert sind. Und dieses ist sicher eine weitere Stellschraube, und deshalb sagte ich auch am Ende, nicht nur den Kindern hilft, sondern tatsächlich auch die Integration von Müttern nachweisbar wirklich verbessern kann. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu der besonderen Situation der geflüchteten Frauen. Wenn wir uns auf den Spracherwerb konzentrieren, können wir auch feststellen, dass wir ähnlich wie bei der Sozialintegration so einen verzögerten Verlauf haben für die Frauen. Das heißt, für sie hat es am Anfang wesentlich länger gedauert mit dem Spracherwerb als für die Männer, was sehr untypisch ist. Also normalerweise haben wir eher umgekehrte Muster und das hat auch wiederum mit der Familiensituation zu tun, wie es jetzt schon verstärkt angesprochen wurde. Und deshalb ist der Blick auf die geflüchteten Frauen ganz sicher ein wichtiger, aber auch, das ist auch was, wo man praktisch durch eine bessere Betreuungssituation ganz sicher auch weitere Fortschritte in der Zukunft sehen wird. Die nächste Frage geht eher um die Integration allgemein und zwar, inwiefern hat der Status, und damit denke ich, ist der Aufenthaltsstatus der Geflüchteten gemeint, und die Trennung von der Kernfamilie Auswirkungen auf die Integration. Unser Wochenbericht hat dazu keine konkreten Aussagen getroffen. Können Sie vielleicht grundsätzlich was dazu sagen, was der Forschungsstand dazu ist? Also die generelle Hypothese, die dabei immer im Raum steht, ist ja ganz klar, wir haben
wenn wir Unsicherheit haben, lohnt sich das für die Person weniger zu investieren. Sie wissen nicht, ob sie bleiben können, sie wissen nicht, unter welchen Bedingungen sie die nächste Zeit verbringen. Und das macht Investitionen schwieriger, sei es in Bildung, in Arbeitsmarkt. Und das Ganze betrifft eben nicht nur die Geflüchteten selber, die eigene Perspektive, das betrifft natürlich auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ja lieber jemand einstellen, der auch sicher bleiben kann zum Beispiel. Das heißt, es sorgt für vielfältige Unsicherheiten. Das ist die generelle Hypothese. Gleichzeitig ist es so, dass jetzt ein Großteil der Geflüchteten inzwischen aus diesem Unsicherheitsstatus raus sind, weil die meisten haben einen Schutzstatus inzwischen. Heißt also, das war was für die erste Phase extrem wichtig war, was sich jetzt aber im Zeitverlauf ein Stück weit geändert hat, einfach weil deutlich mehr Personen jetzt mit einem Schutzstatus hier in der Mitte sind. Wie groß der Anteil gerade noch ist, wer das nicht hat, kann ich nicht genau erinnern. Ich möchte auch da wieder auf einen früheren DIW-Wochenbericht verweisen, wo wir uns jetzt dezidiert auch mit dem Wohlbefinden und Trennung von Familie befasst haben. Wir können dabei tatsächlich und hoch signifikant sehen, dass die Trennung von der Familie wirklich das Wohlbefinden von den Geflüchteten Eltern zum einen und den geflüchteten Ehepartnern massiv beeinflusst. Für viele wenig überraschend, aber für den quantitativen Forscher dann doch immer wieder sehr interessant ist, dass insbesondere das Wohlbefinden von Müttern, deren Kinder sich noch im Herkunftsland befinden oder die nicht in Deutschland sind, massiv sinkt. Ihr Wohlbefinden ist massiv beeinflusst, mehr als alles andere in der Wohlbefindensforschung überhaupt jemals dazu beitragen kann. Also wir wissen, diese Trennung von der Familie führt zu einer eindeutig empirisch nachweisbaren Wahrscheinlichkeit, wirklich ein geringeres Wohlbefinden zu haben. Vielen Dank. Die nächste Frage geht um die Arbeitsmarktintegration von Frauen. Speziell wird hier gefragt, kann es sein, dass der Lebensstil von Frauen gar nicht zu dieser Arbeitsmarktintegration passt, beziehungsweise ob es eine Arbeitsmarktintegration erschwert? Felicitas, das ist vielleicht eine Frage für dich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, und das ist jetzt auch schon angeklungen in der Diskussion zuvor, dass es einfach sehr viele verschiedene Aspekte gibt, die die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Frauen tendenziell ein bisschen schwerer machen als die von geflüchteten Männern. Das hat sicherlich und zum großen Teil mit der Betreuungssituation von kleinen Kindern zu tun. Das hat Frau Spies eben schon angesprochen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die geflüchteten Frauen im Schnitt ein bisschen weniger gebildet sind. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass die geflüchteten Frauen aus Familien mit eher traditionellen Rollenbildern kommen und eher im Familienverbund fliehen. Also ich glaube, es ist nicht die eine Ursache, die sich da finden lässt, sondern es ist einfach ein Verbund an verschiedenen Aspekten, die dazu führt, dass es geflüchteten Frauen tendenziell schwerer fällt, sich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese Integration nimmt aber, und das hat Cornelia Christen vorhin schon gesagt, mit den Jahren auch zu. Also es ist einfach eine Verzögerung, es dauert einfach ein bisschen länger. Wenn ich dann nochmal auf unsere eine Studie, die schon veröffentlicht worden ist, hinweisen darf. Wir können sehen, dass wenn die Mütter Kinder in der Kita haben, sogar ihre Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigung anzustreben, steigt. Also das auch nur nochmal als Ergänzung zu dem, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Wir wissen, dass auch die Beschäftigung mit vielleicht Rollenmodellen, wie wir sie in Deutschland vermehrt haben, auch dazu führen kann, dass der Wunsch nach einer Beschäftigung zunimmt. Und eine weitere Frage zur Arbeitsmarktintegration ist, in welche Rolle spielen zentrale Ansprechpartner, speziell von jungen Geflüchteten? Auch dazu macht der Wochenbericht jetzt keine spezifische Aussage, weil wir das nicht untersucht haben. Können wir da trotzdem allgemein was zu sagen oder lässt sich das so nicht beantworten? Ich kann einen Satz dazu sagen, und zwar
lässt sich zeigen, dass Geflüchtete, die Arbeit gefunden haben in Deutschland, dass die sehr häufig ihre Erwerbstätigkeit durch soziale Kontakte finden. Also, dass die Hilfe bei der Arbeitssuche wirklich massiv die Wahrscheinlichkeit steigert, in den Arbeitsmarkt integriert zu sein. Und von daher würde ich sagen, dass Ansprechpartner, Hilfen bei der Bewerbung, aber auch ja, darüber hinaus, dass es durchaus einen sehr hohen Stellenwert hat und dazu beitragen kann, die Geflüchteten gut zu integrieren. Gut. Frau Schmidt, vielleicht eine Frage für Sie. Hier geht es um die sozialen Kontakte. Es wird gefragt, vor allem für geflüchtete Frauen scheint es nach Auszug aus Unterkünften besonders schwierig zu sein, soziale Kontakte zu knüpfen und zu halten. Gibt es Ideen, wie man das auffangen kann? Ja, ich denke, das geht in die Richtung, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Wir wissen, dass wenn Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften leben, das zeigt eben, ja, dass sie dann weniger oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie Kontakte zu Deutschen haben, geringer sind. Was nun passiert, wenn sie ausziehen, da kann ich auch wieder nur quasi appellieren, dass man sagt, diese Initiativen auch aus der Zivilgesellschaft zu fördern und zu sagen, wir nehmen dann die Frauen an die Hand und es gibt einige, es gibt sportliche Initiativen, es gibt Start with a Friend und dass man diese eben noch ausbaut eventuell, das wäre eben eine Möglichkeit, Frauen das zu ermöglichen und ihnen eventuell auch eben ja, zu helfen, einen Arbeitsplatz zu finden. Das sind, wo Kontakte möglich sind. Also zum einen Zivilgesellschaft und zum anderen eben auch ein Arbeitsplatz, wo Kontakte bestehen. Bleiben wir direkt bei dem Thema. Frau Oesus fragt oder sagt mir, dass in letzter Zeit sehr viele Sportprojekte ja auch gefördert wurden. Auch ehrenamtliche Aktivitäten aus der Bevölkerung wurden unterstützt. Darüber sind ja auch dann wiederum Kontakte entstanden. Gibt es Auswertungen zu Projekten aus verschiedenen Bereichen? Oder dann vielleicht auch Katharina Spieß, die das sehr speziell bei geflüchteten Jugendlichen untersucht hat. Wir haben uns tatsächlich ja den Bereich für die Jugendlichen angeschaut, den Sport und auch die Sportvereine. Wir haben jetzt keine Analysen gemacht, welche direkten Kontakte im Hinblick auf Erwerbstätigkeit sich darüber ergeben haben. Aber wir können auch da sehen, dass insbesondere Mädchen oder junge Frauen unterrepräsentiert sind und dass es selbst deshalb in Sportbereichen oder auch in diesen Freizeitaktivitäten es darum gehen muss, auch wiederum spezifisch Frauen anzusprechen, damit sie diese Möglichkeiten, die wir aus anderen Studien kennen, beim Sport zum Beispiel Jugendliche zu wissen, wo kann ich einen Ausbildungsplatz finden, wo kann ich von anderen Jugendlichen lernen, wie ich mich bewerbe, dass da auch junge Frauen Ansprechpartner finden können und schlichtweg die Möglichkeit haben, mit Gleichaltrigen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, zusammenzukommen. Dann ist die Frage nach strukturellen Problemen, die dazu geführt haben, dass Frauen vielleicht schleppender integriert sind, wird es hier formuliert. Die Frage ist, ob man spezielle Angebote direkt von der Ankunft her an machen hätte sollen an die Frauen, spezielle Deutschkurse und Ausbildungsmaßnahmen für Frauen, dass sie zum Beispiel nicht nur mit der Kinderbetreuung beauftragt sind oder das besser vereinbaren können. Also ich denke, man kann direkt anschließen an das, was Sie vorher schon gesagt hatten. Und das ist um die Angebote tatsächlich, dass der Dreh- und Angelpunkt die Familie ist und die Möglichkeit, dass Frauen eben aus den rein familiären Ausgaben rausgelöst werden können und Sprachkurse besuchen und sich darüber eben qualifizieren für eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder eben auch in Kontakte knüpfen können zu anderen Gruppen in der Gesellschaft. Und ich denke, die Familie ist der Dreh- und Angelpunkt und die Möglichkeit, dass Frauen auch mit der Kinderbetreuung ein Stück weit entlastet werden. Und wir wollten jetzt auch nicht an der Stelle so ein ganz stark negatives Bild und die Sonderrolle der Frauen dauernd schwören, weil wir können wirklich sehen, wir können die ersten Jahre dieses Integrationsprozesses anschauen. Wir sehen im sprachlichen Bereich, die Frauen haben da aufgeholt. Das hat zeitverzögert stattgefunden, aber es hat ein Aufholen stattgefunden. Der sprachliche Bereich ist das, was zuerst passiert. Und dann folgen Arbeitsmarktintegration, Sozialintegration und die anderen Bereiche. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht übermäßig praktisch diesen Sonderstatus der Frauen an der Stelle betonen wollen. Wir sehen, es hat länger gedauert.
Wir sehen ein bisschen, wo die Stellschrauben sind und wir könnten da vielleicht jetzt ein bisschen zuschauen. Ich glaube auch, dass man mit expliziteren Maßnahmen, wie zum Beispiel Brückenprojekten, die Kinder dieser Familien frühzeitig in Kindertageseinrichtungen dort Angebote zu schaffen, dass man darüber auch indirekt eine ganze Menge erreicht und was ja auch Sprachkursen etc. hilft und gar nicht so sehr immer gezielte Programme für Frauen macht, sondern über gezielte Brückenprojekte, die diesen Familien auch verdeutlichen, welche Bedeutung eine frühe Kindertageseinrichtung im deutschen Bildungssystem haben kann, einiges erreichen kann. Wir wissen ja, dass es nicht nur ein Problem ist, dass die keine Kindertageseinrichtung haben, sondern dass sie auch mit der Institution Kindertageseinrichtung oft ein ganz anderes Bild haben, als wir das in Deutschland üblicherweise sonst haben. Dann noch eine Frage zum Arbeitsmarkt und zur Beschäftigung. Die Frage ist, ob wir über Daten verfügen, was die Qualität der Beschäftigung angeht. Auch wird gefragt nach der Zufriedenheit, also wie zufrieden sind die Geflüchteten, welche beruflichen Perspektiven haben sie? Felicitas, vielleicht könntest du zumindest was zur Qualität der Beschäftigung das nochmal aufdröseln. Genau, es gibt verschiedene Parameter der Qualität sozusagen, die abgefragt werden. Und da ist natürlich auch die Frage, was macht einen Job mit besserer Qualität aus oder nicht. Ein Punkt, und das stammt aus einem IAB-Kurzbericht Anfang des Jahres 2020, man sieht schon, dass Geflüchtete häufig auch in so Anlernjobs tätig sind, ich glaube 40%. Es gibt aber tatsächlich auch eine ganze Reihe von Geflüchteten, die tatsächlich schon fachlich ausgerichtet arbeiten. Und das, finde ich, ist durchaus ein Zeichen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber da durchaus Potenzial nach oben ist und die Geflüchteten auch fachlich eben arbeiten. Zudem sehen wir, dass mit steigender Dauer im Zielland zum einen die Erwerbstätigkeit steigt, aber auch das Level der Löhne nimmt nach und nach zu. Und auch hier ist wieder ein bisschen Geduld gefragt. Trotz allem stehen die Zeichen hier gut, würde ich sagen. Und haben wir Informationen darüber, in welche Bereiche sich speziell junge Frauen mit Fluchthintergrund orientiert haben, in welche Branchen die vielleicht gegangen sind oder welche Berufe? Oder liegen da zurzeit noch keine Daten vor? Das lässt sich auf jeden Fall mit den Daten des IAB BAMF-SÖB bewerten. Ich persönlich habe aber keine unterschiedlichen Auswertungen nach Geschlecht bislang gemacht. Ich kann sagen, dass Geflüchtete tendenziell eher in Bereichen der Produktion zum Beispiel tätig sind, also im Holz oder im Metallbau, aber auch als Köche. Und es gibt aber auch einen großen Teil, der zum Beispiel im Bereich Tourismus oder im Bereich Gesundheit und Soziales tätig ist, also als Friseur, als Alten, als Krankenpfleger. Genau, da gibt es schon ein sehr starkes Clustering der Geflüchteten in einzelnen Branchen. Aber ob das jetzt für Frauen oder Männer, wie sich das unterscheidet, das kann ich spontan nicht sagen. Eine Frage, die wir heute Vormittag auch schon mehrmals bekommen haben, ist die Frage nach den Auswirkungen der Pandemie auf die Integration von Geflüchteten. Das scheint alle brennend zu interessieren. Vielleicht gebe ich noch mal an Sie dazu, was Sie erwarten oder was man überhaupt in diesem Bezug dazu sagen kann. Zu diesem Zeitpunkt jetzt? Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Geflüchteten Stichproben jetzt hier bisher noch nicht genutzt werden kann, um sich genau das anzugucken, weil dazu noch keine Daten vorliegen. Im Haus werden aber unter dem Stichwort SÖB-Hof wurden Daten erhoben, im Haupt-SÖB und in den Migrationssamples. Und diese Erhebungen, die laufen jetzt auch bei den Geflüchteten. Das heißt, in absehbarer Zeit wird man dazu Aussagen treffen können. Im Moment ist dazu noch nichts Gesichertes zu sagen, aber was man vielleicht aus den ersten SÖB-Analysen weiß, nicht über die Geflüchteten, sondern insgesamt über den Arbeitsmarkt, ist es, dass Gruppen, die ansonsten eben auch nicht in besten Positionen arbeiten, eher in vulnerablen Beschäftigungsverhältnissen sich befinden, dass die natürlich auch die ersten sind, die
ja, Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt, insofern das auch Geflüchtete betrifft, dass sie in diesen Positionen sich befinden, wird sich das auch dort niederschlagen. Aber ich denke, ohne eine gesicherte Datenbasis will man sich da gerne aus dem Fenster lehnen. Ein bisschen würde ich mich für die Kinder und Jugendlichen aus dem Fenster lehnen wollen, beziehungsweise das Augenmerk auch darauf lenken wollen, was Kita- und Schulschließungen für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund bedeuten. Man muss, glaube ich, nicht viel Gehirnschmalz da reinstecken, sich ausmalen zu können, was das für viele dieser Kinder und Jugendliche bedeutet im Hinblick auf Spracherwerb, im Hinblick auf Integration. Wenn diese keinen guten strukturierten Tagesablauf haben, dann bedeutet es für diese Kinder oft sehr viel mehr als für Kinder ohne Fluchthintergrund, was wir indirekt daraus schließen können, der Tatsache, dass Kinder mit Fluchthintergrund eine extrem hohe Schulidentifikation aufweisen, also sich mit dieser Institution mehr identifizieren als andere Kinder, dann kann man ja im Umkehrschluss wohl die starke Vermutung formulieren, dass Schulschließungen für diese Kinder wirklich sehr, sehr schwer sind und sie wahrscheinlich auch hart trifft. Gleichwohl ich Cornelia Christen natürlich vollkommen recht gebe, empirisch müssen wir dieses erst noch zeigen. Und als Wissenschaftlerin muss man betonen, das sind Vermutungen, die wir auf Basis bisheriger Befunde nur ableiten können. Nächste Frage ist zu den Sportvereinen und der Teilnahme an Ganztagsschulen. Da wird gefragt, inwieweit das beides miteinander zusammenhängt, dass Geflüchtete vermehrt an Ganztagsschulen teilnehmen, aber dann vielleicht weniger an den Sport-AG. Gibt es da einen Zusammenhang, Frau Spieß? Das ist eine sehr gute Frage, die man auch generell ja teilweise bei Deutschen vermutet und vielfach Sportvereine oder Vereine generell sagen, der Ausbau der Ganztagsschule führt dazu, dass sich unser Vereinsleben nicht mehr so gestaltet. Alles, was man aus der allgemeinen Literatur erkennt, wozu der Ausbau der Ganztagsschule führt, dann kann man eigentlich nicht signifikant und kausal ableiten, dass die Mitgliedschaft in Sportvereinen etc. abnimmt, weil es ja nicht so ist, dass die Ganztagsschule bedeutet, dass Kinder bis, wie wir alle wissen, 19 Uhr oder so in den Schulen sind. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es einen Zusammenhang bei Kindern mit Fluchthintergrund gibt, die überdurchschnittlich stark in Ganztagsschulen derart vertreten sind, dass ihre Nutzungsquote höher ist. Ich glaube aber auch, dass wir trotzdem mehr Anstrengungen bräuchten, um wirklich auch Mädchen und noch mehr Jungs auch wirklich in diese Vereine mit aufzunehmen, weil wir eben wissen, dass diese Netzwerke für vieles im Hinblick auf soziale Integration auch wichtig sind. Frau Schmidt, Sie wollten noch ergänzen dazu. Auch zur Frage vorhin von Frau Oesus zu den geförderten sportlichen Aktivitäten. Genau, da wollte ich noch kurz nachschieben, dass es eben am DIW das Projekt MOR gibt, Mentoring of Refugees, und das schaut sich eben das an, also inwiefern auch soziale Netzwerke einen Einfluss auf die Integration von Geflüchteten haben. Das können Sie sich auch online zur weiteren Ansicht mal anschauen, also MOR-Projekt, Mentoring of Refugees, genau, da gibt es einige sehr spannende Ergebnisse. Die aber ja auch zeigen, wie wichtig diese soziale Integration ist. Ja, definitiv, klar. Es folgt eine etwas speziellere Frage zu Geduldeten und deren Integration. Hier wird gesagt, bei Geduldeten sind institutionelle Hemmnisse ein großes Problem, Stichwort Rechtssicherheit. Und da könnte man sicherlich den Ermessensspielraum der Behörden noch verbessern. Gibt es hierzu Erkenntnisse? Ich kann im Moment jetzt keine konkreten Befunde jetzt schildern, aber es gilt das, was ich vorhin gesagt habe, dass es klar zu erwarten ist, dass ein unsicherer Status und der sich auch über einen längeren Zeitraum hinzieht, die Situation schwierig macht für die Beteiligten. Vielleicht in dem einen Bericht, Katja, könntest du noch was dazu sagen zu dem Vertrauen? Auch in die öffentliche Verwaltung. Genau, ich glaube, das würde ganz gut dazu passen.
Genau, also wir sehen, dass insgesamt das Vertrauen der Geflüchteten in staatliche Schlüsselinstitutionen recht hoch ist. Aber wenn man vergleicht zwischen den verschiedenen Institutionen, sieht man eben, dass es bei der öffentlichen Verwaltung noch nachjustiert werden könnte. Und wir wissen natürlich, wir haben keine genaueren Angaben, warum hier das Vertrauen geringer ist. Aber wir würden vermuten, dass vielleicht es helfen würde, wenn man die Prozesse transparenter gestaltet und Geflüchteten mehr mitnimmt und erläutert, woran es hängt sozusagen. Ich fand die Frage insofern auch wichtig, um bei der Antwort auf die Arbeitsmarktintegration auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja vielfach auch institutionelle Hemmnisse gibt, gleich in den Arbeitsmarkt reinzukommen, und es immer zwei Seiten gibt und nicht nur praktisch der Beschäftigungswille, sondern auch die Möglichkeit dazu. Und wir wissen ja, dass diese teilweise sehr beschränkt waren, auch für Personen mit Fluchthintergrund, während es wiederum andere Bereiche gibt, wie Kindertageseinrichtungen, wo, glaube ich, wenig überhaupt wissen, dass eigentlich alle Kinder ab dem Alter von 1 in Deutschland einen Anspruch haben, auch Kindertageseinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Die nächste Frage geht um die soziale und berufliche Integration von Geflüchteten in den ländlichen Gebieten. Frau Schmidt, vielleicht könnten Sie den ersten Teil der Frage sozusagen beantworten. Was können wir über die soziale Integration in Bezug auf Land versus Stadt sagen? Was haben Ihre Ergebnisse dort gefunden? Zum einen sehen wir, dass in ländlichen Regionen die Aufnahmegesellschaft, also die Mitglieder der Aufnahmegesellschaft, etwas skeptischer sind bezüglich der Folgen von Fluchtzuwanderung nach Deutschland. Aber gleichzeitig, was eigentlich auch ein positives Zeichen ist, sehen wir eben, dass die Kontaktmöglichkeiten oder auch die Kontakte, die zwischen Deutschen und Geflüchteten bestehen, dass die auf dem Land nicht geringer sind, sondern teilweise sogar, zwar nicht signifikant, statistisch signifikant, aber doch teilweise etwas höher sind, also nach Lebensbereich. Man sieht, dass im Freundeskreis zum Beispiel auf dem Land etwa 60%, also 60% der Geflüchteten haben häufig Kontakt zu Deutschen in ihrem Freundeskreis auf dem Land. Und das ist erstmal ja ein relativ positives Zeichen. Also hier trifft quasi erstmal Skepsis auf dann doch häufigeren Kontakt, was wir als positiv bewerten können. Und wenn man da weiter dran bleibt und eben diese Kontakte initiiert, um Vertrauen aufzubauen und dann um Skepsis eben zu mildern, dann kann man eben nur schauen, was die nächste Erhebung gibt und unsere Daten dann zeigen in ein paar Jahren eventuell. Vielen Dank. Das war die eine Frage, die soziale Integration. Es wurde auch gefragt nach der beruflichen Integration in ländlichen Gebieten. Gibt es dazu Daten? Können wir darüber schon was sagen, ob sich Geflüchtete besser im ländlichen Kontext oder im städtischen Kontext integrieren? Frau Schikora vielleicht? Ich muss gestehen, dass ich dazu keine deskriptiven Analysen mir habe ausgeben lassen. Da könnte ich nur spekulieren. Also da würde ich jetzt ungern eine feste Aussage machen. Ich suche noch nach weiteren Fragen. Hier wird gefragt, auch das kann ich schon vorwegschieben, ist nicht im dem DIW-Wochenbericht Teil der Frage gewesen, aber vielleicht könnte man da auch drüber diskutieren. Und zwar, welche Rolle spielen Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration von Geflüchteten? Also ich denke mal, zielt so ein bisschen darauf ab, können sie unterstützend sein? Engagieren sie sich besonders in diesem Bereich? Hier wird auch gefragt nach ethischen Netzwerken, ob diese entscheidend sind. Lässt sich dazu etwas sagen? Also inwiefern aus anderen Gruppen, die nicht der eigenen Gruppe angehören, ihre Unterstützung erfolgt ist, dazu kann ich nichts sagen. Aber die eigenethnischen Netzwerke, würde ich sagen, waren für die ersten, die gekommen sind, ja noch nicht da. Das heißt, es war schon eine Situation, wo eine ganze Reihe von den geflüchteten Gruppen, die gekommen sind, nicht auf eigenethnische Netzwerke zunächst zurückgreifen können. Und für die sogenannten Pionierwanderer, also die ersten sind, das sind praktisch diejenigen, die das erst aufbauen, für die dann danach kommen. Und so eine Situation gab es da nicht. Das heißt also, da
war es nicht möglich, auf diese eigenen ethnischen Netzwerke zurückzugreifen. Inwiefern andere Zuwanderergruppen der zweiten Generation schon da besonders aktiv waren, da zu finden? Ich bin da auch keine Expertin darüber. Ich will nur nochmal auf unseren Bericht hinweisen, wo wir immerhin die Gruppen unterschieden haben zwischen Kinder und Jugendlichen mit Fluchthintergrund, Kinder und Jugendlichen mit einem anderen Migrationshintergrund und der Bevölkerung in Deutschland, die weder Flucht noch Migrationshintergrund hat. Und wenn wir jetzt das Beispiel der Ganztagsschule nehmen, dann sehen wir, dass auf der einen Seite Kinder mit Fluchthintergrund sehr hohe Nutzungsquoten haben, aber wir sehen, dass auch Kinder mit Migrationshintergrund höhere Nutzungsquoten haben als die Restgruppe in Ganztagseinrichtungen. Also zumindest treffen sich in diesen ganztägigen Schulangeboten, wenn man das jetzt so mal verallgemeinern sagen kann, diese Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund treffen sich dort und man könnte daraus schließen, dass dadurch auch eine Interaktion entsteht. Aber das ist schon fast alles, was wir aus diesem Wochenbericht in diesem Bereich sagen können. Ich gucke mal die anderen an, ob denen noch was einfällt. Jetzt war hier ganz schnell eine Chatfrage aufgepoppt, die ich aber leider nicht lesen kann. Ich weiß nicht, ja. Also Frau Oesus schreibt gerade vielleicht nur der Hinweis, dass wir gerade für traumatisierte Frauen Patinnen gefunden hatten und diese die Verbindung zu einer Frau sehr hilfreich fanden. Allerdings müsste auch dieses wohl heute ausgewertet werden. Mhm. Genau. Das als Hinweis. Ich habe jetzt noch drei Fragen im Chat. Die erste Frage ist, geflüchtete Eltern haben auch hohe Bildungserwartungen an ihre Kinder. Können wir sagen, inwiefern das Einfluss auf den Bildungserfolg der jungen Geflüchteten haben hat? Dazu kenne ich keine empirische Studie, die gerade für die Gruppe der Geflüchteten genau dieses nachweist. Ich als Bildungsforscherin kann nur sagen, dass wir aus anderen Studien mit Kindern, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, wissen, dass Bildungsaspiration, wie wir es im wissenschaftlichen Kontext nennen, durchaus einen Einfluss haben kann. Aber dass es auch da wiederum Unterschiede gibt zwischen der Bildungsaspiration, wie man sie sich wünscht, wenn man jetzt praktisch nie ganz generell denkt. Und dann spricht man von der realistischen Bildungsaspiration. In vielen Schulstudien wird auch danach unterschieden. Man fragt sich, was wünschen Sie sich für Ihr Kind ganz generell? Und in der zweiten Frage, was wünschen Sie sich für Ihr Kind, wenn Sie mal die ganzen Fähigkeiten Ihres Kindes berücksichtigen? Und auch selbst da gibt es schon große Unterschiede. Und je nachdem, welche Art der Bildungsaspiration man nimmt, kann man dann auch tatsächlich Effekte auf die Leistungen von Kindern sehen. Also ich vermute, es hat einen Einfluss, aber der wird natürlich auch sehr viel damit zusammenhängen, welche anderen Fähigkeiten Kinder mitbringen. Vielleicht noch ergänzend dazu, also es ist ein genereller Befund aus der Migrationsforschung, dass Zuwanderer eine hohe Motivation haben und für ihre Kinder relativ hohe Aspirationen angeben, in der Regel, wenn man für alles Mögliche kontrolliert, höher als in der Mehrheitsbevölkerung. Und das findet man für ganz viele Gruppen, wenn man die noch stärker ausgeprägt als für andere. Man findet es auch für Geflüchtete, wir haben es nicht in den ZIRP-Daten, aus anderen Daten weiß ich das auch für die Geflüchteten. Allerdings, um tatsächlich praktisch im Zeitverlauf zu sagen, die Eltern kommen mit hohen Aspirationen, das hat die Konsequenzen, das ist, glaube ich, jetzt zu früh, weil und da die Folgen praktisch für die Bildungsverläufe von den Kindern abschätzen zu können. Dafür braucht es erst noch die Daten. Aber vielleicht in 5 oder 4 Jahren gibt es diese Daten. Genau. Dann ist die Frage danach, gibt es Kenntnisse darüber, welche Probleme Geflüchtete selber als Hürden für ihre Integration benennen? Dass sie selber gefragt wurden, was hindert sie daran oder was könnten das für Hürden sein? Soweit ich den Fragebogen überblicke, und da gucke ich jetzt meine anderen Kolleginnen an, ist diese Frage nicht direkt im sozioökonomischen Panel gestellt worden.
Und insofern haben wir da auch aus diesem Datensatz keine repräsentativen Erkenntnisse darüber, was Geflüchtete selbst zu diesem Thema sagen. Gleichfalls ja aus anderen Studien. Also tatsächlich die subjektive Sichtweise ist vielleicht an manchen Stellen enthalten, zum Beispiel in dem einen Bericht, wo es um die wahrgenommene Diskriminierung geht. Das ist natürlich eine subjektive Sichtweise und ich würde vermuten auch, dass man das natürlich als eine wirkliche Hürde bezeichnen kann. Aber es gibt natürlich auch viele Hürden, die da sein können, ohne dass das Individuum das selber so framed oder in so einem Rahmen sieht, als wäre das eine Hürde. Wir interessieren uns natürlich jetzt aus unserer Perspektive nicht nur für die subjektive Sichtweise eben, sondern auch für die Bedingungen, die, ohne dass das Individuum das an jeder Stelle tatsächlich wissen muss, ja trotzdem wirksam sein können, das Alltagshandeln. Und in diesem Sinne haben die Daten dann natürlich schon viele Parameter enthalten, wenn auch jetzt weniger vielleicht wirklich diesen stärkeren subjektiven Touch, der da gerade erfragt. Also dieser subjektive Touch kommt ja eher, wie du auch gesagt hast, dahin zum Ausdruck, dass man sich fragt, wie wohl fühlen sie sich in Deutschland? Also Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Vertrauen in die Verwaltung, in die Staatsorgane. Und da sieht man ja, was auch Katja Schmidt schon berichtet hat, wie es aussieht, dass ein großes Vertrauen in Polizei und Gerichte zum Beispiel vorhanden ist, aber wenig an die öffentliche Verwaltung. Und das könnte man als leichte Hinweise für subjektiv wahrgenommene Hürden ansehen. Aber das ist auch ein Stück weit dann Interpretationssache der Befunde. Weil wir jetzt gerade beim Thema waren, was im SÖP gefragt wurde und was nicht. Da wird jetzt gefragt, lässt das SÖP Auswertung differenziert nach Bundesländern zu, beziehungsweise nach Stadt-Land. Stadt-Land hatten wir ja zumindest auch in dem Bericht zur sozialen Integration, Frau Schmidt, da können Sie bestimmt mehr dazu sagen, schon ausgewertet, wo Kontakte stattfinden und dergleichen. Genau, aber nach Bundesländern haben wir es jetzt im Wochenbericht nicht gemacht. Ja, das ist dann teilweise auch immer eine Frage der Fallzahl und aber auch, finde ich, eine inhaltliche Frage. Wann beziehungsweise warum will man das tun? Will man dann jetzt unterschiedliche Integrationspolitiken vergleichen oder warum ist es sinnvoll? Wir haben es in unseren Berichten nicht gemacht, weil wir jetzt weniger einen Link gefunden haben, warum das überhaupt wichtig wäre. Ich würde aber denken, dass man je nach Fragestellung auch ein Fallzahlproblem haben könnte, was individuell geprüft werden muss. Also für alle jetzt, das ist vielleicht ein bisschen technisch zu sagen, ob die Stichprobe schlichtweg groß genug ist, um die Analysen machen zu können. Und die letzte Frage, die ich im Chat sehe, ist, gibt es Daten dafür, inwieweit die Geflüchtete nach einer Ausbildung vom Ausbildungsbetrieb übernommen wurden? Frau Schikora, da muss man vielleicht dazu sagen, dass sozusagen eine Ausbildung ja auch eine gewisse Zeit dauert, oder? Sehe ich das falsch? Ja, zum einen ist es definitiv ein Punkt. Zum anderen werden über den Arbeitgeber nur wenige Parameter erfragt. Also ich glaube, es wird nicht explizit gefragt, ob man die Ausbildung bei einem Arbeitgeber begonnen hat und danach quasi immer noch dort beschäftigt ist. Aber das Wichtigste ist, eine betriebliche Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Die Geflüchteten sind aktuell maximal 5 Jahre da. Ich glaube, hier ist es noch zu früh, Aussagen zu treffen. Die allerletzte Frage, die jetzt noch reingekommen ist, richtet sich vielleicht an Frau Spies. Da geht es um Bildungsangebote. Es wird gefragt, inwieweit werden die individuellen Lebenslagen der Geflüchteten bei der Entwicklung von Bildungsangeboten berücksichtigt? Gibt es hierzu Forschungsergebnisse? Mit Bildungsangeboten sind sowohl Ganztagsschulen, Sprachkurse oder sonstige Maßnahmen gemeint. Wird da die individuelle Lebenslage von Geflüchteten berücksichtigt? Das haben wir jetzt mit unserem Survey so nicht dezidiert verfolgt. Das ist etwas eher, was ich jetzt aus der Beobachtung der Schullandschaft beantworten würde. Ich glaube, dass es da sehr große Unterschiede auch gibt zwischen
Schulen, zwischen Schulleitungen. Es ist aber sicher so, dass auch in der Diskussion zum Beispiel um traumatisierte Jugendliche etc., was ja eine sehr individuell spezifische Lage ist, es in der Bildungslandschaft durchaus Diskussionen gibt, welche spezifischen Programme müsste es dafür geben. Wie so oft im Leben, nicht nur bei Geflüchteten, hängt es dann vielfach von dem Vor-Ort-Angebot ab und auch von den Vor-Ort-Akteuren, wie individuell tatsächlich auf die Familien reagiert werden sollte. Ich glaube, der Hinweis ist nochmal wichtig, dass natürlich, wenn wir jetzt über hier die Geflüchteten in Deutschland geredet haben, wir natürlich ganz, ganz unterschiedliche Personen haben. Wir haben in unseren Analysen es manchmal dahingehend berücksichtigt, dass, wenn ich jetzt nochmal unseren Bericht, an dem ich mitgewirkt habe, heranziehe, dass wir bei den Kindern auch berücksichtigt haben, welchen Bildungshintergrund haben die Eltern, wie groß war der Haushalt, in dem sie leben, wie stellt sich die finanzielle Situation dar. Das sind alles individuelle Parameter, aber wenn Sie dann wiederum auf die Metaebene gehen, wird das oft vergessen. Da gebe ich Ihnen recht für diesen Hinweis. Wir müssen uns natürlich da immer vor Augen halten, dass es bei Geflüchteten genauso wie bei Nicht-Geflüchteten immer um sehr individuelle Karrieren geht. Vielleicht will Herr Christen noch was ergänzen, aber ja. Gut, das war die letzte Frage. Ich bedanke mich bei den Panelisten hier und im DIW und zu Hause bei Felicita Schikura und Katja Schmidt für die Teilnahme. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen, die hier zugeschaut haben und uns Fragen gestellt haben, die Interesse gezeigt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.